So, herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4. In Szenario Nummer 3 der Engländer-Kampagne. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1105. Keine Ahnung, Wilhelm lebt wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, es geht um den Fall von Bayeux. Das klingt französisch, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich greifen wir die Franzosen an. Ich meine, welcher englische König kann... Also man kann sich ja nicht englischer König nennen, ohne die Franzosen mindestens einmal angegriffen zu haben. Weil, come on, es sind die Franzosen. Die muss man einfach angreifen als Engländer. Das gehört sich so. Sonst sind die Franzosen auch beleidigt, wenn man das nicht tut. So, also. In der Normandie entbrannte zwischen den zwischen den Söhnen Wilhelms des Eroberers eine erbitterte Fehde um die Herrschaft über ihr Reich. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass unser guter Wilhelm im Jahr 1105 nicht mehr lebt. Ich bin gespannt. Streitigkeiten um die Krone sind immer sehr, sehr blutig gewesen. Mal gucken, welchen der Söhne wir spielen. Wilhelm der Eroberer hatte York den Rebellen entrissen. Jetzt wollte er ihnen eine Lektion erteilen. Er begann einen brutalen Vernichtungsfeldzug, um weiteren Widerstand zu ersticken. Bekannt als Harrying of the North. Dörfer und Felder wurden zerstört. Es heißt, 100.000 Menschen wurden getötet. Boah. Gnadenlos hatte Wilhelm den Gehorsam seines neuen Königreichs erzwungen. Das sollte nicht so bleiben. Seine eigenen Kinder würden es erneut ins Chaos stürzen. Als Wilhelm 1087 starb, folgte ihm sein Lieblingssohn auf den Thron. König Wilhelm II., bekannt als William Rufus. Doch 13 Jahre später kam es zur Katastrophe. Auf einem Jagdausflug wurde er getötet. Wilhelms jüngster Bruder nahm als König Heinrich I. seinen Platz ein. Doch es gab ein Problem. Heinrichs älterer Bruder Robert, Herzog der Normandie, war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kreuzzug. Bei seiner Rückkehr raste er, weil Heinrich den Thron an sich gerissen hatte. Aus der Normandie heraus versuchte Robert, England zu erobern, um Heinrich die Krone zu entwinden. Doch er scheiterte und kehrte wieder nach Hause zurück. Dafür holte Heinrich zum Vergeltungsschlag aus. Im Gegensatz zu 1066 überquerte er den Ärmelkanal und fiel in die Normandie ein, um die Herrschaft seines Bruders in Frage zu stellen. Sein erstes Ziel war Bayeux. Diese wohlhabende Stadt war eines der Juwelen der Normandie. Heinrich begann seinen Feldzug, indem er seine Armee über die Stadt herfallen ließ. Bayeux würde bald den Zorn der Engländer zu spüren bekommen. Bayeux wird das ausgesprochen, okay. Der Fall von Bayeux. König Heinrich I. fiel mit der gebündelten Macht seiner Armee über Bayeux her, um sich zu nehmen, was er als das Seinige betrachtete. 1105, okay. Ich mag diese Introfilme, die sind cool. Sind zwar hauptsächlich nur nur langsame Aufnahmen von irgendwas, das kaputt geht, aber es sieht schon gut aus. So, aber ich meine, es hieß ja gerade, dass die Truppen schon über Bayeux hergefallen sind. Gehört das dann nicht schon uns? Oder, also, wir müssen das jetzt aber einnehmen, nicht verteidigen, denke ich mal. Preisfrage, kriegen wir nur eine Armee oder dürfen wir selber Zeug bauen?
In dem Bruderstreit um die Normandie zog König Heinrich I. aus, um in Bayeux ein Exempel zu statuieren, da die Stadt immer noch seinem Bruder, Herzog Robert, treu war. Heinrichs Bogenschützen bezogen auf dem hohen Gelände vor der Stadt Stellung und wurden sofort von Roberts Kavalleriepatrouille angegriffen. Nachdem sie ihre Pfähle in den Boden gerammt hatten, waren Heinrichs Bogenschützen gut gegen Angriffe der Kavallerie geschützt. Sie besiegten die erste Patrouille. Wie hört sich das auch? Okay, Pfähle aufstellen. Gegnerische Kavallerie wird 2,5 Sekunden lang betäubt und erleidet 25 Schaden. Ja, das muss man wirklich nicht allzu schnell vorher machen. Okay, zerstören Sie Bayeux. Als Heinrich sich Bayeux zuwandte, schlossen sich seinem Heer weitere Verstärkungstruppen an. Erstmal ein bisschen erkunden, was wartet überhaupt auf uns. Okay, da ist ein Dorf. Okay, unsere Speertypen fangen perfekt die... Oh Gott, das ist ein Gemetzel. Dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Eine Mühle. Oh mein Gott, das ist eine große Mauer. Okay, hauen wir erstmal das, was hier draußen ist, weg. Damit meine Einheiten nicht mehr abgelenkt sind. Wow, fallen Gebäude schnell gegen die Fackeln. Ja, quasi sofort weg. Aber ich komme doch gegen diese Mauern nicht an. Die Engländer näherten sich bei Jürgen und sahen, dass Soldaten allein nicht reichen würden, um die hohen Steinmauern der Stadt einzureißen. Heinrich würde Belagerungsgerät brauchen, sowie einen verteidigungsfähigen Standort, um dieses zu errichten. So, schön außerhalb der Mauern fighten. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass ich auch hier lang gehen. Erhebungen erhöhen die Sichtweite. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Sichtweite die ganze Zeit... Sehr gut, okay. Es ist nur noch dieser eine Außenposten übrig, der dürfte ja kein Problem sein. Der schießt aber auch von alleine tatsächlich. So, dann waffe ich mal alles. Außenposten ist kaputt, da kommt die nächste Armee. So, wir kommen auf jeden Fall ganz gut an die dran.
Folgen wir denen mal nicht, wie die letzten Vollidioten einfach in unser Verderben. Habe ich noch Speer? Nein. Okay. Ich muss tatsächlich über die... bei den Hauptteil gehen. Okay, da oben steht viel auf den Mauern. Das heißt, ich würde sagen, wir laufen erstmal nur ganz stumpf daran vorbei. Und holen uns die City. Ja, wir haben wirklich viele Bogenschützen. Wirklich, wirklich viele. So, aber das sollte jetzt finito sein hier. Tada. Nun suchte Heinrich nach einem Schmied, um die Belagerungsbemühungen zu unterstützen. Ja. Aber bevor wir hier... eine Schmiede hinbauen, baue ich erstmal zwei Türmchen und richte so allgemein meine Economy ein. Was brauche ich danach? Ich brauche noch eine Mühle eigentlich. So. Erwählen Sie einen Dorfbewohner, um eine Schmiede zu errichten. Okay, so. Damit hätten wir das schon mal erledigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann holen wir uns... Schubkarre. Und schnelleres allgemeines Nahrungssammeln. Okay, mein Speer ist tot, oder? Nein. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Ja, hier oben sacken die sich Holz. Oh Gott. Ja, ich habe ja verstanden, dass du willst, dass ich eine Schmiede baue, aber ich habe gerade anderes zu tun. Bergarbeiterlager, Holzfäller, können wir irgendwas Cooles bauen? So, erstmal bauen wir Ställe. Wir haben schon einen vierten, okay. So, dann upgraden wir das hier. Da unten ist Gold. Das ist ganz gut. So, unser Bevölkerungslimit ist aktuell bei 130.
Das heißt, ich sollte... auf jeden Fall auch schon mal neue Dinger da bauen. Okay, und ich bin schon in der zweiten Zeit. Ein Upgrade kann ich nicht machen. So, was haben wir hier? Bauen wir die Schmiede, die hat ja eh nur Upgrades. Die kann ich auf jeden Fall da hinten hinbauen. Okay, ich fühle mich einigermaßen gut gesichert. Ich meine, der kann hier... Das ist mit den Bäumen ist interessant. Heinrichs Präsenz unmittelbar vor Bayeux würde nicht unbeantwortet bleiben. Jetzt bereiteten seine Streitkräfte sich auf einen Angriff durch Roberts Armee vor. Bau mal lieber noch einen dritten hier hin. Mit Hilfe eines Schmieds konnte Heinrichs Infanterie schon bald Belagerungsgerät bauen. So. Heinrich wehrte den Angriff ab, aber er wusste, dass die Stadt den Kampf nicht aufgeben würde, solange Bayeux noch stand. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einiges an Türmchen hier. So, das können wir schon mal alles erforschen. Was wir allerdings jetzt auch gerne, was ich gerne hätte, wäre dieses Arsenal. Bietet Technologie die Fernkampfeinheiten verbessert. Ich habe recht viele Bogenschützen, also eigentlich. Dann bauen wir mal das Arsenal da hinten hin. Ja, die Speerkämpfer dazwischen. Kann ja aber auch immer noch nichts upgraden, ne? Das wundert mich so ein bisschen. Steinsammelrate, Goldsammelrate. Außenposten befestigen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber wir haben hier nirgendwo Steine, ne? Heinrichs Infanterie war nun in der Lage, Rammböcke zu bauen, Belagerungswaffen, die Festungsmauern durchbrechen können. So. Wow. Boah, hat der Turm eine Reichweite. Das ist ja unglaublich. Ah, was haben wir hier? Ein bisschen gratis Gold. Aber ich sehe keine Steine. Aber das brauche ich dafür. Okay, dann brauchen wir einen Markt. Tatsächlich. Was kostet ein Markt? Wo ist der überhaupt? Aus Mühle... Außenposten, Feld, da. Brauche ich den mal direkt daneben. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt gleich Steine holen. Schaffe ich es auf die Range von dem... Ne, vielleicht mit Cheese-Scharten zusammen? Mal gucken.
Langbogenschützen erhalten die Fähigkeit Lager aufbauen. Sind das hier überhaupt Langbogenschützen? Ah ja. So. Und jetzt hätte ich gerne 100 Steine kaufen. Zweimal. Und dann nehmen wir uns diesen Turm hier. Und der kriegt Schießschaden und Befestigungen. Er macht beides. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich kaufe sogar nochmal 200 Steine und mache dasselbe mit dem anderen Turm. Dann haben wir hier zwei relativ starke Befestigungen stehen und können uns in aller Ruhe auf unsere Economy konzentrieren. Und ich muss niesen. Moment. Hilfe. Hilfe. So, 5 neue Holzarbeiter. Nahrung sollten wir jetzt genug haben. Und der Außenposten ist jetzt gleich befestigt. Der müsste dann aussehen wie der da hinten eigentlich. Er sieht sogar noch cooler aus. So, aber die dürften jetzt auf jeden Fall keine angenehme Zeit haben, hier reinzukommen. Und ihr baut mal einen Rambok da auf, weil dann fahre ich mit dem Rambok und mache erstmal diesen einen Außenposten hier weg. Einfach nur, weil er echt nervt. Okay, ich soll meine Langbogenschützen gruppieren und ich soll meine Speerkämpfer gruppieren. Das mache ich schon mal. So. Ich brauche erstmal nur einen von diesen Dingern da. Was kann ich denn noch machen? Ich bräuchte noch ein paar Kasernen eigentlich. Aber erstmal muss dieser Turm weg. Sollte nicht so ein Problem sein. Das müsste ja eigentlich keinen Schaden an dem Ding machen. Aber wenn der Turm weg ist, dann haben wir hier vorne auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Freiraum wieder. Eins, zwei, drei, vier. Und dann geht ihr zurück aufs Feld. Ja, das funktioniert doch relativ gut. Er kann aber, wenn er brennt, immer noch schießen. So. Das macht es auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer. So. Und dann hole ich mir da, glaube ich, sogar keine Speerkämpfer, sondern diese Vorhut-Waffenknechte. Weil in der Stadt wird mir Kavallerie eh nicht viel bringen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Stelle gebaut habe. So, Gold-Sammelrate erhöhen brauche ich nicht. Ich habe genug. Ich habe ehrlich gesagt auch definitiv genug Langbogenschützen. Das Einzige, was uns fehlt, ist früher Waffenknecht. Davon brauche ich jetzt ein paar, aber ich warte noch, bis die ganzen Sachen fertig gebaut wurden. Ich frage mich, warum der keine weiteren Angriffe sendet hier. Keine Lust mehr, mich anzugreifen. War das letzte Mal so schlimm. So. Ich würde gerne gucken, ob es hier noch irgendwelche Rohstoffe gibt, die ich mir holen kann. Das ist ein Job für meinen Späher. Und wir bauen hier
unsere Waffenknechte. Dann gucken wir mal, was hier so kommt. Mehr Mauer, mehr Bogenschützen. Noch mehr Bogenschützen und mehr Mauer. Ah. Glaube, oh Gott. Okay, der kommt jetzt gerade mit dem Angriff. So. Bauen wir schon mal unsere Ramböcke. So, das sollte an Ramböcken eigentlich reichen. Okay, so. Spiel wird gespeichert. Mit ihren Ramböcken konnte die englische Armee Bayeux mächtige Mauern durchbrechen. Ja, Schild kommt noch. So, ich habe genug Rammen, glaube ich. Aber die können sich immer noch bewegen, auch wenn keiner drin ist. Das ist wichtig. So, was ich brauche, sind 200 Steine. Weil ich das Ding hier oben, das meine Militärgebäude schützt, das würde ich gerne auch noch aufwerten. Habe ich mir nicht gerade 200 Steine gekauft? Ja, das hat wohl nicht ganz funktioniert. Boah, der reicht sogar. Das ist sogar fast in Range von dem Wall. Wahnsinn. So, jetzt brauche ich 3 Bogenschützen, die da reingehen. Oh, die kommen sehr schlecht durch. Okay, sehr gut. Jetzt sollte ich da auf jeden Fall Dorfbewohner. Bogenschützen einquartieren. Du bist kein Bogenschütze. Okay. Kann ich hier noch weitere Häuser bauen? Zack. Ram Ringas. So, wir haben auf jeden Fall einiges an Rammen. Dann würde ich sagen, wir geben den Rammen mal Aufgaben. Und wir rammen. Da direkt ein Riesenloch rein. Jetzt kommt der große Angriff. Okay, ihr bildet weiter nach dahin aus.
Boah, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Warum stehst du nur dumm rum? So, kurz meine Armee einfangen. Warum? Ah, jetzt macht das. Weißt du? Okay, jetzt rein da. Die Mauern von Bayeux waren gefallen und Heinrichs Männer konnten die Stadt stürmen. Roberts Truppen unternahmen einen letzten Versuch, Bayeux zu verteidigen, doch Heinrichs Männer zeigten keine Gnade. Sie töteten den Feind und brannten die Stadt nieder. Ja, die Stadt ist hinüber. Schießt. Okay, müssen nachliefern. Weiß nicht, warum sich meine... Ramböcke so zieren, Zeug anzugreifen. So. Ja, die letzten paar Leute wehren sich noch. Aber ich glaube, das ist vorbei. Ich muss nur die Brücke irgendwie deffen. Ah, diese Ramböcke halten ja unfassbar viel aus. So, was machen wir hier kaputt? Kloster. Sehr gut. Macht die Stadt dem Erdboden gleich. Oh, meine Leute sind jetzt sogar schon auf den Mauern. Sehr gut. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Mauer kaputt machen. Unter Umständen können wir die ja noch gebrauchen. Zerstören sie und besiegen sie. So. Warum baue ich kein Gold mehr ab? Ah, weil Gold alle ist. Okay, das heißt, ich habe aber genau rechtzeitig angegriffen, weil sonst hätte ich echte Goldprobleme bekommen. So. Dann greifen wir hier den roten Palast, das ist sogar ein Wahrzeichen. Auf da. Meine anderen Ramböcke hier. Ich glaube fast, dass ich das sogar mit der Anfangsarmee geschafft hätte. Ja. Das Wahrzeichen ist auch gleich. Was haben wir hier? Notre Dame. Warte mal, Notre Dame steht... Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Kavallerieschule. Es gibt so viele verschiedene Gebäude jetzt, das ist unglaublich. Oh, meine Langbogenschützen töten alles. Gleichzeitig machen wir Notre Dame kaputt.
Ein Traum wird wahr. Was ist mit meinen ganzen Rammen hier passiert? Ich glaube... Oh, der hat mit 100... aber der brennt, der brennt, der brennt. Und es ist kaputt gegangen noch. Woran auch immer. So, von den Verteidigern ist nicht mehr viel da. Und Notre Dame, was auch immer es hier tut, wird auch noch kaputt gehen. Game over. Als Bayeux brannte und die Bevölkerung um ihr Leben rannte, sonnte sich König Heinrich in diesem Sieg über seinen Bruder Herzog Robert. Doch Heinrich würde nicht ruhen, bis die Normandie wieder ganz der englischen Krone unterstand. Wundert mich ein bisschen, dass es den Franzosen so irgendwie komplett egal ist. Nicht die französische royale Armee oder so, aber wahrscheinlich haben die wieder irgendwelche Einheiratungen oder sowas, keine Ahnung. Okay, der Fall von Bayeux. König Heinrich ließ Bayeux niederbrennen, ein schreckliches Exempel für all jene, die seinem Bruder noch immer die Treue hielten. Ich bezweifle, dass der Bruder das überleben wird, ehrlich gesagt. Aber wir haben wieder was freigeschaltet. Saarwürker. Sieht so ein bisschen aus wie eine Kettenrüstung. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Was ist das? Ich glaube, es ist eine Kettenrüstung. Gegen 1100 war der mittelalterliche Ritter von Kopf bis Fuß in Kettenpanzerung gehüllt. Mail is really like a metal fabric. It moves and behaves like a cloth, but is actually made of hundreds and thousands of interlocking iron rings. Sie konnte Schwerthiebe gut abwehren. As an armor, mail didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat. The coat absorbed the shock of the blow, whilst the mail turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. Für ihre Herstellung wurde zunächst Metalldraht auf die passende Stärke gebracht. Dafür wurde der Draht durch eine Reihe immer kleinerer Löcher eines Zieheisens gezogen, bis er die gewünschte Stärke hatte. To make the rings, we wind the wire onto a mandrel. And then we take it off the mandrel and cut the rings. So I've flattened the overlapping ends of the ring and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of 4 to 1. So each ring goes through 4 of its fellows. Here you can see I've made a set of 5, which will then be joined to other sets of 5 to create a sheet of mail. Kettenrüstungen mussten maßgeschneidert werden. Sie wurden angepasst auf Füße und Beine, Arme und Hände und natürlich den Kopf. Ein fähiger Saarwürker konnte sehr präzise Formen erzeugen. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in 2 different directions at the same time. Yeah, so if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Die gesamte Kettenpanzerung eines Ritters bestand aus etwa 200.000 Ringen. High-status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Mit Schild, Helm und Kettenpanzer war der Ritter gut gerüstet, um den Waffen seiner Zeit standzuhalten. Ich frage mich, wie lange hat er 200.000 von diesen Ketten? Und jeder einzelne von diesen Ringen muss geschnitten werden, da muss dann eine Niete durch, da muss das mit den anderen zusammen, da muss das Ganze zusammengefügt werden. Wie lange dauert es da bitte, ein so ein Teil zu machen? Da brauchst du ja, keine Ahnung, Wochen für einen einzigen Panzer so gefühlt. Also,
keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da irgendwas zur Beschleunigung gab. Und vor allem, das ist ja auch nicht irgendwie gut, die Nieten zu machen und so, das kann man wahrscheinlich jemandem super schnell beibringen, aber wie man die richtig zusammenfügt, um die korrekten Teile zu erhalten, das musst du ja auch erstmal rausfinden. Faszinierend. Okay. Ah. Aber ich frag mich, kamen die, ich meine, klar, der Gewichtsvorteil ist eindeutig, aber ich weiß nicht, schützt so eine Kettenrüstung gut vor Fernkampfangriffen, vor Bolzen und Pfeilen? Müsste sie ja eigentlich, wenn man da dieses diesen Panzer drunter hat, also dieses Stoffstück, und dann, gut, es sei denn, man hat das Pech, dass einer der Bolzen wirklich exakt durch einen Ring durchtrifft. Aber ansonsten sollte zumindest von dem Stoff und dem den Ringen ja zumindest auch Fernkampf absorbiert werden. Dann frage ich mich, gab es erst Plattenrüstungen und dann Kettenrüstungen oder wurden die Kettenrüstungen irgendwann zu Plattenrüstungen? Weil es gab ja auch Ritter, die quasi komplett Metall anhatten, wo ganz sicher dann erstmal kein Pfeil so oder Bolzen so ohne weiteres durchkommt. Ha. Würde mich interessieren, was war zuerst, aber ich würde tippen die Kettenrüstung, weil sie ist halt, obwohl sie hat halt gleichzeitig auch den Vorteil der Bewegungsgeschwindigkeit, weil wenn man in so einer Plattenrüstung ist, man ist halt unfassbar langsam und wenn der Gegner es schafft, dich umzuwerfen, dann kommst du auch nicht so ohne weiteres wieder hoch. Aber dafür kann die Rüstung halt das meiste absorbieren. Ist quasi ein mobiler Panzer. Ich tippe mal grob drauf, dass wir dazu irgendwie demnächst auch nochmal ein Video sehen werden. So, das war's auf jeden Fall vom Fall von Bayeux. Was kommt denn als nächstes? Die Schlacht von Tinchebuey. Vollkommen falsch ausgesprochen. Okay, 1106, nur ein Jahr später, wird wahrscheinlich, ja, hier, der Bruder schreit um die Normandie, würde sich an diesem Tag entscheiden. Kurze Schrift, wissen wir, was auf uns zukommt. Aber ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.